Hallo und herzlich willkommen zusammen. Wie jede Woche werfen wir auch in dieser Woche einen Blick in die Roadmap auf der Robot Space Industries Webseite, hier gerade in den Release View, denn es gab ein Roadmap-Update, aber wieder keine Pünktchen. Also langsam nervt es mich mit dem Pünktchen. Oben der Text stimmt allerdings. Es ist die Live-Version 3.13.0 auf den Live-Servern und in der 3.13.1er-Version quasi findet ihr jetzt die neuen Inhalte, wie zum Beispiel schon die Sachen für die Invictus Launch Week, die ihr jetzt alle auf dem PTU schon ausprobieren könnt. Am letzten Wochenende gab es einen speziellen Spieltest für nämlich das kommende Invictus-Event. Man konnte quasi schon in die Messehallen reingehen, sich ein paar Ausstellungsstücke quasi dort zu Gemüte führen und angucken. Aber man konnte auch im Weltraum sich aufhalten und unter anderem einen Bengal Carrier sehen. Ja, ihr habt richtig gehört. Wirklich ein Bengal Carrier ist im Würst. Zwar bloß die Außenhülle, aber auch die Außenhülle hat jede Menge Bewaffnung. Und solltet ihr mal drauf schießen, macht die ordentlich was los. Wir haben einige Sachen schon erlebt mit dem Bengal Carrier. Ich habe euch auch einiges an Videos schon hier hochgeladen auf den YouTube-Kanal. Könnt ihr euch ja mal durchgucken, da findet ihr bestimmt was für euch dabei ist. Ja, was geändert wurde trotzdem, hier nämlich beim Gameplay. Und zwar wurde in dieser Woche auf dem Release-View zwei Sachen auf Committed umgestellt. Nämlich die Mission Spawn Closest. Die sind eben auch noch fertig, die sind eben auch noch fertig geworden und wurden jetzt committed. So wie hier unten. Ha! Das Ship-to-Station-Docking, welches ebenfalls mit der Version 3.13.1 eben dann auf die Live-Server wechseln wird. Und ihr könnt dann quasi auch auf den Live-Servern zum ersten Mal eure 890 Jump an einem Außenstation quasi rufen, zum Beispiel bei Port Tressler oder Everest Harbor. Und die wird an einem Dock gespawnt. Außerdem könnt ihr auch mit der Hammerhead jetzt das Docking ausprobieren. Entweder jetzt im 3.13.1 PTU oder ihr wartet noch, bis das Ganze live gehen wird. Kurz vor der Invictus, also dem Start der Invictus, sollte das Ganze live gehen. Und das ist dann am 21. Mai. Da geht das Ganze los. Tja, viel mehr getan hat sich jetzt hier an der Ansicht des Release-Views nicht. Im Tracker allerdings ist einiges geändert worden und das sehen wir auch nochmal in dem Roadmap Roundup, welches hier von Robot Space Industries zur Verfügung gestellt worden ist. Ja, guckt einfach mal rein und dann findet ihr hier alles, was sich auf dem Progress-Tracker getan hat. Unter anderem wurden nämlich hier ein paar Sachen hinzugefügt. Die Drehkorsair ist jetzt zu finden im Progress-Tracker, ist ja so ein Liebling von vielen, gerade als asymmetrisches Schiff. Außerdem werden die Vehicle Doors noch ein bisschen improved, also tut sich was dran, dass wir mit den verschiedenen Fahrzeugtüren besser zurechtkommen und die Rampen zum Beispiel auch auf dem Boden landen, wenn es ein bisschen uneben ist. Außerdem wird Live-Support T0 hier zum ersten Mal im Progress-Tracker dargestellt und wir können nachsehen, wenn es denn geplant ist, das Ganze fertigzustellen. Außerdem wurden ein paar Sachen, die vorher unknown waren im Progress-Tracker, umbenannt in dem letzten Roadmap-Update. Und zwar finden wir nämlich jetzt drei Schiffchen hier, die vorher als unknown galten. Die Banu Merchantman ist im Progress-Tracker zu finden, genau wie die Apoa Sanctuary und die Drake Vulture, welches ja das Starter-Salvaging-Schiff ist. Auch spannend, da ja Ende des Jahres eigentlich Salvaging auf uns zukommt in der T0-Variante. Und da bin ich echt gespannt, ob wir dort schon mit der Drake Vulture loslegen können oder ob es bloß beim Hand-Salvaging bleibt. Bin ich echt gespannt. Tja, hier unten findet ihr dann noch leider noch ein paar Dinge, die ihr nicht mehr im Progress-Tracker seht. Aufgrund der anderen Sachen, die hier quasi dazugekommen sind, sind ein paar Sachen rausgeflogen. Und das sind Multicrit-SDS-Schilde für Capital Ship Destruction. Dann das Culling/Streaming für Interieur und Exteriors von den Schiffen. Ist ja auch eine wichtige Sache. Dann die Animated Dashboard States sind rausgefallen. Sowie das M50 Engine Swapping. Also, dass ihr hinten quasi das Triebwerk austauschen könnt, die Runden abnehmen könnt und dann gleich ein eckiges Triebwerk im Origin-Style dran habt. Wie zum Beispiel bei der 300er-Serie, die ja doch eher eckige Triebwerke hat. Zumindest so einen eckigen Triebwerkkasten. Ja. Hier seht ihr auch nochmal, dass quasi abgeändert worden ist und auf Status Committed gewechselt ist. Das Ship to Station Docking, was ich schon erwähnt habe. Und auch, dass die Mission Spawn Closest. Ja, Closest, Entschuldigung.
Außerdem, Leute, gab es hier schon eine Ankündigung, dass die Roadmap erweitert wird. Und zwar sowohl Progress-Tracker als auch Release-View sollen ja am 19.05. aktualisiert werden und dann alle Inhalte für Quartal 1 2022 zu finden sein. Also, beim nächsten Roadmap-Update hier auf alle Fälle einen Blick reinwerfen. Ab dem 19.05. sollten wir ein paar mehr Informationen hier finden auf dem Release-View. Und da bin ich echt gespannt, welche Versions- und Patchnummer denn dann da steht für Ende Quartal 1 2022. Ja, da diesen Monat mit den verschiedenen Events noch so viel los ist, gibt es diesen Monat auch gleich mal eine neue Meldung von Robert Space Industries, also einen neuen Post, der da heißt, ja, This Month in Star Citizen. Normalerweise bekommen wir ja jede Woche einen Post, wo es da heißt, This Week in Star Citizen. Diese Woche haben wir einen anderen Post noch mitgesehen, und zwar nämlich This Month in Star Citizen. Hier seht ihr natürlich schon die Javelin, wie sie hier am Docking hängt. Nee, das Docking seht ihr jetzt nicht ganz. Könnt ihr euch dann live im Verse ansehen. Zumindest ist sie hier schon in der Parkbucht angekommen, auf dem Security Deck. Ja, mit 3.13.1 wird es natürlich hier die neuen Inhalte geben. 3.13 ist ja schon live. Damit gab es ja unter anderem zum Beispiel den neuen RockDS. Es gab ein Referral-Programm, welches immer noch bis zum 10. läuft. Das heißt also bis heute, wo ihr als Referral-Bonus eine Aurora ES abräumen könnt. Hatte ich euch aber die letzten Woche schon drüber informiert. Außerdem gab es hier den Invictus Launch Trailer. Den haben wir uns letzte Woche angesehen. Und noch ein bisschen was kommt auf uns zu. Neben EMAs im Spektrum, das sind so Frage- und Antwortrunden, da antworten direkt die Entwickler von CIG quasi im Spektrum auf eure Fragen, ist immer eine nette Sache, wird es auch wieder eine Fragerunde geben. Und bald kommt natürlich auch 3.13.1 auf die Live-Server, damit das Invictus Launch Week Event, was am 21. startet. Und es wird ein Invictus Free Fly geben. Ja. Jetzt, wenn das Referral-Programm quasi vorbei ist, gibt es ein Freefly. Mist, das hätte man doch kombinieren können, oder? Und zwar startet der am 22. Mai, dann quasi am Samstag und geht bis zum 3. Juni. Da haben quasi eure Freunde vielleicht mal Zeit, hier ordentlich in Star Citizen über eine Woche lang reinzuschnuppern. Außerdem, Leute, soll es hier noch Informationen diesen Monat geben zu Quantum Quasar and Virtual IA. Und der Tony C. wird uns hier quasi wieder einiges an Informationen zu dem Quanta-System geben, wo wohl schon so halb auch ein bisschen was drin ist, jetzt in der 13.1er-Patch-Version. Denn ihr seht da unter anderem einen kleinen Handelsjournal-Eintrag. Müsst ihr mal reingucken. Vielleicht hilft er euch ja, eure richtige Handelsroute zu finden. Ja, außerdem gab es diese Woche noch eine zusätzliche E-Mail, und zwar für die Chairmans. Gab es diese E-Mail hier mit der Ankündigung, dass die Sales verlängert werden. Den Kraket Rock DS und den Tamperl Cyclone MT könnt ihr noch ein bisschen länger als Warbound-Variante, und das heißt also mit LTI, im Shop von Robert Space Industries erwerben. Und zwar noch bis zum 17. Mai 23.59 Uhr UTC. Gilt das Angebot noch? Schlagt vielleicht noch zu, vielleicht braucht der ein oder andere ja einen LTI-Token. Kam ja als einzelne E-Mail, vielmehr stand da nicht drin. Wo wir auch was Zukünftiges sehen konnten, war in der Sneak Peek. Die Sneak Peek dieses Mal zeigt hier ein bisschen Innenleben von der Hercules M2. Ja, und zwar ist das einer der Innenräume. Wir konnten es ja jetzt ja schon sehen im 3.13.1er PTU-Patch. Da können wir ja schon die Starlifter betreten, zumindest die C2 und die M2. Die C2 und die M2 haben so ein bisschen andere Räume oben auf dem zweiten Deck. Und das ist hier einer der Räume, der ein bisschen anders ist. Hier wartet nämlich die Crew, die Fahrzeugcrew in der M2 auf ihren Einsatz. Das ist so ein kleiner Mannschaftsraum, wo quasi viele Stühle sind, wo die Leute sich sicher anschneiden können. Freue ich mich auf alle Fälle, ob ich es wirklich so gut finde, dass die M2 keine Küche hat. Das weiß ich noch nicht. Ich hätte vielleicht 3 von den Sitzen rausgeworfen und mir dafür lieber eine Kaffeemaschine eingebaut. So, nach der Sneak Peek kommen wir mal zu den bewegten Bildern diese Woche. Und die starteten mit einem Inside Star Citizen. Plan and Scan hieß es da diesmal. Und der gute Mark Ebend war am Start, der uns hier ein bisschen was berichtet hat über die geplanten zukünftigen Dinge für Radar, Ping und Scanner.
Die drei verschiedenen Systeme haben wir, also die drei verschiedenen Gerätschaften. Wir besitzen ein Radar in unseren Schiffen, wir haben ein Ping in unseren Schiffen und es gibt auch einen Scanner in unseren Schiffen. Und oben seht ihr schon die verschiedenen Signaturen, die es gibt, zum Beispiel EM, IR, CS. Die drei verschiedenen Signaturen gibt es, drei Gerätschaften, drei Signaturen und die werden dann letzten Endes auch noch kombiniert werden, kommen wir aber in der nächsten Folge dazu. Hier genau im Inside Star Citizen erzählt uns quasi erstmal so der Mark eben ein bisschen was über die Grundlagen, dass das Radar quasi ein passives System ist, welches Auffälligkeiten in eurem Bereich zeigt, ohne dass ihr irgendwie pingen müsst. Wenn ihr allerdings aktiv suchen wollt, dann müsst ihr euren Ping einsetzen. Der zeigt euch dann auch weit entfernte Dinge an. Allerdings werdet ihr auch gesehen von anderen Leuten, da ihr ja einen aktiven Vorgang startet, der auch Energie quasi aussendet und damit werdet ihr einfacher gesehen. Die dritte Eigenschaft oder die dritte Sache, Gerätschaft, die ihr ja habt, war ja der Scanner. Und mit dem Scanner bekommt ihr quasi einen Layer, der euch Informationen über gefundene Objekte bietet, wie zum Beispiel Steine, Schiffe und so weiter, was ist zum Beispiel drin. Und damit ist natürlich auch dann die Möglichkeit gegeben, dass der Scanner Gameplay schaffen kann, wenn ihr zum Beispiel hier, wie in der Anzeige, jemanden findet, der Drogen handelt. Ja, ihr könnt quasi ein Schiff scannen, seht dann quasi innen drin, was hat derjenige denn geladen und könnt dann quasi ja, eure nächste Aktion besser abschätzen. Außerdem, Leute, ist es für das Scanning geplant, dass man verschiedene Scanner für spezifische Informationen bekommen werden kann. Jetzt mal das Beispiel Mining genommen. Es wird quasi für Mining spezialisierte Schiffe geben. Die hat man ja schon, wie zum Beispiel die Prospector. Und die können dann aber auch spezialisierte Scanning-Gerätschaften einbauen, die dann eben noch ein paar Informationen mehr anzeigen, beziehungsweise werden andere Scanner dann Informationen fürs Mining nicht mehr anzeigen. Wie zum Beispiel die Instabilität, den Energiebereich und so weiter. Das wird man quasi dann nicht mehr auf jedem Scanner sehen, sondern auf den Scannern, die für Mining konzipiert worden sind. Ja, für das Radar wird es hier auch noch verschiedene Eigenschaften geben. Was unbedingt umgesetzt werden sollen, ist nämlich, dass Signaturen, große Signaturen, kleinere Signaturen überdecken können. Heißt, ihr könnt eure kleinen Schiffe im Bereich von großen Schiffen zum Beispiel auch verstecken. Denn die großen Schiffe senden so eine große Signatur, IR, EM und so weiter und Cross-Section, CS, aus, dass die kleineren Schiffe nicht mehr so schnell erkannt werden können. Und ja, das ist quasi auch so geplant und gewollt. Da freue ich mich auch schon drauf, wenn man dann erst sieht, okay, ja, dort ist vielleicht ein Idris und dann fliegt man näher ran und sieht, oh, verdammt, da sind noch jede Menge Gladius. Was natürlich dann auch die speziellen Scanning-Schiffe auf den Plan ruft, sowas wie die Terrapin. Ja, hier sehen wir quasi das Ranfliegen. Hier musste man wirklich schon nah dran sein. Der zweite Teil der Sendung, in dem wir jetzt mal springen, der hat sich mit dem Sprint-Report beschäftigt. Ja, wir haben wieder einen kleinen Überblick gekriegt über die Dinge, die quasi in den letzten Wochen bearbeitet worden sind, wie zum Beispiel die Hospitals, hier Tische in den Hospitals, aber auch andere Gegenstände für die Krankenhäuser wurden bearbeitet, wie wir gleich sehen können, nämlich bewegliche Gegenstände. Es gibt Medic-Trolleys, aber auch Krankenbetten soll es geben, die bewegt und per Push und Pull quasi an einen anderen Ort gebracht werden können. Und daran wird gerade gebastelt. Ihr seht also, die Trolleys, die sind nicht die einzigen, die mal schieben werden können. Auch Krankenbetten und so weiter gibt es dann später zu schieben. Hier sehen wir was Lustiges. Hier sehen wir den speziellen Hangar der Emergency Drop-Off Zone in New Babbage. Ja, das Hospital in New Babbage wird quasi einen extra Landepunkt bekommen, den ihr eben anfliegen könnt. Emergency Drop-Off. Außerdem wurde an den Ausblicken aus den verschiedenen Hubs gearbeitet und aus den Krankenstationen. Es wurden Style Guides angelegt für gewisse Schilder. Hier steht quasi noch Quatsch drauf, das wird dann angepasst. Aber zumindest, dass der Style schon mal da ist, wurde vorbereitet. Außerdem wurde an neuen Pflanzen gearbeitet, wie ihr hier sehen könnt. Wobei der Jared sagt, er hätte gerne noch vertikalere Pflanzen. Wir sehen auch die Schwesternstation im neuen Hospital von Horizon hier jetzt gerade. Und sowie ein paar Gänge. Oh, Aufenthaltsbereiche und Wartezonen, die es natürlich in Krankenhäusern überall gibt, weil müssen wir mitunter viel warten. So, hier gibt es auch noch ein Versicherungsbüro und so ein oder andere Büros, die noch hinzukommen in die Businessbereiche bzw. verschiedenen Areale, die Horizon bietet. Ups, dass hier ein Bild gemacht worden ist mit eingeklippten NPCs, weil das ist ein Easter Egg.
Außerdem wurde an den Clouds weitergearbeitet. Die Spacescaping Artists erarbeiten hier quasi neue Gas Clouds und arbeiten auch an den alten, um die wieder noch ein bisschen zu optimieren. Hier geht es quasi um die Wolken in Space. Sehen auch nochmal toller aus, muss ich sagen. Ja, wirklich gut gemacht, gefällt mir sehr gut. Also wirken quasi voluminös und deswegen auch ja irgendwie echter und spannender. Wie sie innen aussehen, das weiß ich noch nicht. Reingeflogen bin ich noch nicht. Außerdem sehen wir hier die neuen Docking-Bereiche. Die könnt ihr auch sehen, wenn 3.13.1 live geht. Seht ihr hier das, was nämlich hier gerade passiert. Ship-to-Station-Docking. Und der Jared hat sich das natürlich auch genau angeguckt. Der hier rumläuft. Ja, seht es euch am besten selber an. Das macht immer am meisten Spaß. Danach sehen wir Final Art Arbeiten und zwar an den an den Kleidungsstücken für Raffineriearbeiter. In den Raffinerien sollten die Arbeiter natürlich auch speziell angezogen sein, um geschützt zu sein vor den Funkenflug und so weiter und natürlich auch der Hitze. Und hier sehen wir quasi so die Final Art Status dieser Armor. Der Text, der da drauf ist, ist übrigens dynamisch austauschbar. So ist es dann später auch mal der Text, der zum Beispiel Raffinerie draufstehen kann. Der Name zum Beispiel der Raffinerie oder die Firma, für die die arbeiten. Ha, hier kommen wir noch zu einer Rüstung, die die Subscriber schon gesehen haben. Denn im Subscriber-Vault gab es die schon angekündigt. Hier wird es einen neuen, kleinen, exquisiten Rüstungshersteller geben im Verse. Und der wird hier zum ersten Mal vorgestellt. Und die Rüstung, die erste, mit der er hier auftrumpft, gefällt mir auch sehr gut. Ja, die Bilder schon mal gesehen. Ich kenne das noch von früher mit dem Messer hier so dran. Ist schon ein Jahr alt oder so. Ja, und am Ende werfen wir hier quasi nochmal einen Blick auf die verschiedenen Zonen von Horizon. Ihr seht also quasi, es gibt eine Landezone, es gibt natürlich eine Habitation Zone und es gibt eine Industrial Zone. Die Business Zone, die dürfte noch fehlen. Die wird wahrscheinlich dann nachgereicht. Außerdem seht ihr hier, neue Bäume gibt es auch. Zypressen gibt es dann hier im Verse, wenn Horizon reinkommt. Kennen wir noch gar nicht diesen Baumstil. Ja, und ganz zuletzt der Folge des Inside Star Citizens werfen wir noch einen Blick in die Hubs, die ja schöne Fenster bekommen haben. Am Anfang haben wir ja schon gesehen, die Entwickler von CRG haben sich auch darum gekümmert, dass die Fenster nicht nur da sind, sondern dass ihr auch einen schönen Ausblick habt. Ja, das war hier das Ende der Folge, welches uns abmoderiert wird von Jared Huckabee im Stanton 7 Outfit. Das hat er offensichtlich geschenkt gekriegt. So, und der zweite Videoinhalt diese Woche war ebenfalls nochmal Radar and Scanning, und zwar Q&A. Ja, hier konntet ihr wieder Fragen stellen über Twitch, aber auch über Spectrum, nämlich direkt an den Mark Ebent, wurden dann hier weitergereicht von Jared Huckabee, natürlich auch vom ganzen Team, das hier den Jared unterstützt. Und es gab doch schon einige spannende Fragen, die uns der Mark Ebent, aber auch der Sean Tracy beantwortet haben. Die waren nämlich hier beide zusammen am Start. Natürlich mit einer Tasse Kaffee. So, und ich habe euch wie immer mal ein paar der Fragen, die da genannt wurden, herausgezogen. Die erste war da, werden gescannte und gesammelte Daten verkaufbar sein? Das ist natürlich auch eine Sache, darauf bauen viele Leute, dass sie quasi Informationen über einen Jump geht, über Mineralienquellen und so weiter, um ein Bergabbaugebiet zum Beispiel oder Abbaugebiet an sich verkaufen können an andere Leute. Und der Mark Ebent antwortet hier ganz klar, ja, natürlich ist das immer noch geplant. Das befindet sich bei CRG immer noch auf der Liste, ist natürlich nicht fertig, soll es aber auf jeden Fall und definitiv geben, dass ihr Daten verhökern werden könnt. Und damit quasi hier als Datenhändler im Verse unterwegs sein könnt. Die zweite Frage, die ich rausgezogen habe, ist für euch, werden Schiffe speziell für Scanning, Schiffe, die speziell für Scanning designt wurden, mehr sensitive Radare haben? Oder welche Änderungen gibt es da eigentlich? Der Mark Ebent, der sagt hier dazu, ja, es ist auf alle Fälle so geplant, dass überhaupt mehr sensitive bzw. leistungsstärkere Gerätschaften in Schiffe eingebaut werden können, die direkt für Scanning konzipiert sind. Wie eben unter anderem die Terrapin, wie eine Hornet-Tracker,
eben und die ganzen Schiffe, die für Scanning und Auskunden eben gedacht sind, werden dann eben auch da leistungsstärkere Gerätschaften benutzen können als andere Schiffe, die dafür nicht gedacht sind. Der Sean Tracy fügt hier außerdem noch hinzu, dass es derzeit ja die drei verschiedenen Signaturen gibt. IM, ER, CS, hatte ich euch ja vorhin schon gesagt. Also quasi Infrarot, elektromagnetische Signatur und auch die Cross-Section. Das ist quasi das CS. Und über Balancing und so weiter denkt man da auch nach, dass man quasi Geräte schafft, die verschieden gut sind beim Entdecken dieser Signaturen. Es wird quasi Geräte geben, die sind eben so halb gut bei IR und EM, aber überhaupt nicht gut bei CS. Oder es wird eine Gerätschaft geben, die ist überhaupt nicht gut bei IR oder EM, ist aber besonders gut bei CS, also Cross-Section. Solche Dinge wird es auf jeden Fall geben, um hier eben auch Vielfalt zu schaffen und auch natürlich die Möglichkeit, sich richtig auszustatten für die Schiffspiloten. Die letzte Frage hier, die ich euch noch rausgezogen habe aus dem Star Citizen Live ist, wird es für Scanning ein eigenes interaktives MFD geben? Auch da tut der Marc Ebend mit einem ganz klaren Ja antworten. Zurzeit ist auf alle Fälle ein Scanning-MFD geplant, welches euch eben dann verschiedene Dinge anzeigen wird, aber es befindet sich erst in Planung. Dieses ist quasi zurzeit in Absprachen mit verschiedenen Teams bei CIG, also Artists, die das Ganze dann designen und natürlich auch die technischen Leute, die eben dazu dann sagen, welche Informationen haben wir überhaupt, was können wir anzeigen und so weiter. Das befindet sich gerade in Planung und in der Mache quasi. Und wir müssen noch ein bisschen warten, bis wir dann letzten Endes unser dediziertes Scanning-MFD bekommen. Geben wird es das aber auf jeden Fall. Ja, Leute. Und damit kommen wir zum Ende der Folge. Das war nämlich das Ende. Mehr Informationen gab es diese Woche nicht. Es lohnt sich aber auf alle Fälle mal ins PTU reinzugucken, wenn ihr euch die Herkules selber angucken wollt und nicht mehr warten könnt bis circa zum 21.05., weil dann könnt ihr es auf alle Fälle auch im Wirs und auf den Live-Servern ansehen. Warten müsst ihr jetzt noch ein bisschen auf die nächste Folge, auf die nächste Zusammenfassung, nämlich eine Woche lang. Ich wünsche euch eine gesunde Woche natürlich. Bleibt wohlauf und bis bald. Tschüss.